Herzlich willkommen, liebe Fans der Salzburger Austria! Trainer Klaus Schmidt, auch wenn am Ende das Ergebnis ziemlich deutlich ist mit 5:2, glaube ich, kann man das heute mit einem Wort zusammenfassen, nämlich Arbeitssieg. Ja, das war vorangekündigt, dass das ein hard piece of work wird und das war es auch. Ja, wir haben die Seekirchner unnötig ins Spiel gebracht. Wir hätten gleich zu unserer Startphase, wo wir an und für sich immer ganz gut reingekommen, haben ein Tor gemacht und plötzlich machen wir unnötige individuelle Fehler und bringen den ins Spiel zurück. Und diese Knochenarbeit wäre an und für sich gar nicht notwendig gewesen. Aber es hat gezeigt, dass die Mannschaft Charakter hat, dass die Spieler, die an und für sich selten spielen, bis nie spielen, die zwischendurch gar nicht auf der Bank sind, dass die reinkommen, bereit sind. Und da sieht man, glaube ich, dass die Mannschaft funktioniert. Bestes Beispiel Markus Wallner, der 2 Minuten nach seinem Debüt für den 5:2-Treffer gesorgt hat. Das ist eine Geschichte, schreibt nur das Leben. Ich habe um eins Nachmittag aufgrund des Ausfalls von Raffi Reifelshammer ihn versucht anzurufen. Er war nicht einmal erreichbar, habe seine Mama angerufen und habe gesagt, Frau Wallner, der Bu ist da. Und der war da und auf einmal macht er das Tor. Das sind natürlich Geschichten, der vergisst das sein ganzes Leben nicht und das ist schön. Wir auch nicht. Und kommenden Freitag geht es nach Kufstein jetzt einmal eine Woche regenerieren. War ja tatsächlich eine harte Woche für die Austria mit dem Spiel am Mittwoch gegen Wartens und heute gegen Seekirchen. Ja, wir geben jetzt einmal 2 Tage frei. Ich glaube, die Buben haben sich das verdient. Wir müssen einmal die Batterien ein bisschen aufladen, die Maschinen auch runterfahren. Es baut sich doch ein gewisser Druck auf, es baut sich eine gewisse eine Dynamik auf und wir müssen dann auch mal runterfahren und ich hoffe, dass wir am Dienstag dann einigermaßen frisch uns vorbereiten können auf Kufstein. Wünschen wir auch dir, dass du dich gut erholen kannst die kommenden 2 Tage. Danke Klaus, alles Gute. Danke. So, Bingöl oder wie ich die Fans mittlerweile nennen, Ibrahim Bingöl, Premiere heute, zumindest vor dem Mikro. 8. Sieg in Folge, 5:2 gegen Seekirchen, ein hartes Stück Arbeit für die ganze Mannschaft heute. Ja, natürlich ist es ein hartes Stück Arbeit, weil wir haben gegen Wattens in einem schlechten Platz gespielt und das war ein katastrophaler Platz und wir haben verdiente Sieg gewonnen und heute war das auch so und heute haben wir mehr gespielt und von den Seiten sind wir gekommen und 5:2 war ein klares Ergebnis für uns. Du sprichst es an, katastrophaler Platz, aber das war tatsächlich nur dem Wetter geschuldet, weil das Team um Alfred, um Fredel Ellmeier und Mike Leitner hat alles dafür getan, um dann in Handarbeit sozusagen den Platz spieltauglich zu machen am vergangenen Mittwoch. Und ich habe gehört, die Mannschaft hat sich revanchiert bei den beiden. Ich danke mich wirklich an Fredel und seinen Freund und die haben alles getan, damit wir heute am besten Platz spielen können. Am Mittwoch könnten wir überhaupt nicht spielen, weil das war ein Kampfspiel, aber heute haben wir mit unserer Qualität in diesem schönen Platz alles gezeigt, was wir können und das war 5:2 und so müssen wir weitermachen und nächste Woche kommt nächster Gegner und wir schauen Schritt zu Schritt. Ich hoffe, am Ende stehen wir wieder als Erster und werden Meister. Hoffen wir auch, aber jetzt schauen wir nochmal auf dein Bein, nämlich auf dein linkes Bein. Viele Rätsel und Legenden ragen sich um diese Thematik, warum die Hose tatsächlich immer halb hoch ist. Vielleicht kannst du ein bisschen Klarheit da reinbringen, warum klebst du dir die Hose immer an, dass sie so diesen Schrägschnitt hat. Ja, das habe ich in Kapfenberg auch gemacht, aber weniger halt, nicht beim jedem Spiel, nur manchmal. Aber jetzt in Austria habe ich gesehen, dass es in Sympathie sympathisch ist, vorkommt und die wollen alle, dass ich das wieder mache und das mache ich beim jedem Spiel und das ist, finde ich, gut und die wissen, dass ich das zum Spaß mache und die wollen, dass ich auch das mache und das finde ich auch gut. Wir auch. Schräger, aber geiler Typ. Danke, Ibrahim Bingöl. Danke. Markus, gratuliere, was für ein Einstand nach 2 Minuten, der erste Treffer. Trainer Klaus Schmidt hat uns vorher erzählt, du wärst eigentlich für die 1b oder wahrscheinlich in Frage gekommen, hat dich nicht telefonisch erreicht, hat bei deiner Mutter angerufen, die hat wiederum zu Telefon gebeten, wahrscheinlich dich gerade beim Mittagessen gestört, du spielst heute fast nach Maxlan, wirst eingewechselt und nach 2 Minuten das erste Tor. Ich glaube, einen besseren Einstand kann man sich nicht vorstellen. Na, also wirklich schöner kann es nicht sein. Also wie gesagt, ja, mein Handy hat glaube ich nicht funktioniert, weiß es nicht. Aber dann hat mich meine Mama angerufen und hat gesagt, ja, du bist heute dabei. Und hat auch noch gesagt, gib Gas und wenn du reinkommst, schau, dass du das Tor schießt. Und ja, ich habe es wirklich nicht glauben können. Der Trainer hat mir die Chance gegeben und ich habe es einfach genutzt. Und ohne der Mannschaft, ohne den Trainer hätte ich es nie geschafft. Und ich bin einfach überglücklich gewesen. Und vor so einer Kulisse, was Schöneres gibt es nicht.
Du bist in einer Reihe mit vielen jungen Spielern und jetzt habe ich gesehen, es zahlt sich aus, auch wenn man sich in der 1B unter Anführungsstrichen den Arsch aufreißt. Irgendwann kommst du zu dem Einsatz, der vielleicht das Spielerleben verändert, zumindest heute bei dir. Ja, also ja, auch wenn ich unten spielen muss, also für mich ist es kein Problem. Ich schaue eben, dass ich da Spielpraxis kriege und ja, schieße unten meine Tore und schaue einfach, dass ich mir für oben empfehle und das habe ich, glaube ich, halt alles richtig gemacht. Das hast du heute gemacht, in kürzester Zeit. Dazu herzliche Gratulation. Okay. Freut mich. Okay. Genieß den Abend noch. Alles Gute, Markus.